Wenn man es jetzt aufs Globale halt geht, also auch hier jeden Alters, würde ich sagen, dass eher Fernsehen noch die Oberhand hat. Aber ich sag mal, wenn unsere Generation so weiter, also wenn es so weitergeht, ich glaube, man wird Fernseher ordentlich abkacken. Und ja, das Problem ist aber, es interessiert ja den Fernsehen im Endeffekt nicht, den öffentlich-rechtlichen nicht. Weil wir ja sowieso dafür bezahlen. So, ich sag mal, so andere Sender wie RTL 2, Pro7, also sagen wir mal RTL, Pro7 und Vox und sowas, die haben natürlich dann schon ihre Probleme. Und die müssen sich auf jeden Fall dann was einfallen lassen. Aber das Problem ist halt noch, die müssten sich jetzt eigentlich schon so ein bisschen drum kümmern, aber das machen sie nicht, weil sie YouTube nicht als Konkurrenz einfach sehen. Sie sehen das einfach nur als eine Spinnerei sozusagen. Aber die großen YouTuber haben meiner Meinung nach bis jetzt mehr erreicht, also nicht mehr erreicht, sondern ihre Macht in der Art und Weise wesentlich besser genutzt als so mancher Fernsehsender. Also wenn man zum Beispiel bedenkt, du hast Platz geschaffen, yay. Wenn man zum Beispiel jetzt Le Floyd und wie heißt es nochmal, Kreuz.net jetzt zum Beispiel betrachtet, was die da geschafft hat, was die Community von ihm da geschafft hat, weil er darauf aufmerksam gemacht hat und sowas. Hammer geil. Davon kann kein Fernsehsender bis jetzt von sich behaupten. Oder PewDiePie, was der jetzt für eine Aktion erledigt hat mit seinen 25 Millionen Bros. Es ist hardcore, es ist einfach hardcore, wenn man sowas bedenkt. Und das ist auch was. Hat er da so eine Sammelaktion gestartet und hast nicht gesehen. Und selber gibt er haufenweise Kohle noch ab und so. Und das ist... Ja, also YouTube ist da eher meine Schiene. Ich bin ordentlich vom Fernseher Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon seit... Leck mich am Arsch. Keine Ahnung, wann ich das letzte Mal Fernsehen geguckt habe. Also richtig Fernsehen geguckt habe. Also auch von meinem Fernseher aus, wenn ich bei jemandem zu Besuch war. Und das war jetzt mal gerade Fernsehen am Laufen. Das kann man jetzt nicht mitziehen. Aber ich sag mal, so wirklich intensives... Fernsehen glotzen. Das ist, Ja. Aus hier. So, das war jetzt Numero Uno. Was zum Henker? Ihr könnt ja mal sagen, was ihr so davon haltet, was ihr so Fernseh oder YouTube. Also ich finde, dass YouTube wesentlich bessere Erfolge halt zu verschreiben hat als jetzt Fernsehen. Weil das Problem, ich glaube, ich weiß sogar, kommt mir so gerade in den Sinn, warum das eigentlich so alles ist. Die ganzen Nachrichten und sowas, die jetzt da gesendet werden, wie Gamer sind dreckige Nerds und hast nicht gesehen, alles Amokläufer, die machen dieses Programm, im Endeffekt ist das Fernsehprogramm nur für die etwas ältere Generation, sag ich jetzt einfach mal. Also jetzt nicht beleidigt fühlen oder sowas, aber für die etwas fortgeschrittenen Personen unter uns. Und YouTube halt etwas für die Jüngeren, aber auch halt natürlich was für die Älteren. Es sind auch viele Ältere natürlich hier mit am Start. Christoph Kracht und so ein Scheiß, ne? Und dadurch, dass sie halt merken, dass sie sowieso keine Jugendlichen mehr halten können, und irgendwie noch die Erwachsenen fesseln müssen, können sie natürlich mit solchen Propaganda, sag ich jetzt einfach mal, mit solchen erschreckenden Neuigkeiten und sowas, die natürlich eher fesseln. Und die fühlen sich dann leider aber auch dadurch gebildet. So sehe ich das leider auch meistens bei meinen Eltern oder sowas. Wenn ich manchmal denke, was haben die für eine Vorstellung? Und dann überlege ich, okay, die gucken sich auf RTL die Nachrichten an und lesen die Bild-Zeitung. Und das Problem ist, man glaubt dann halt alles immer sofort. Das ist auch diese große Aktion mit, das war der einmal, wo wir uns wieder diskutiert haben, mit Marius Müller-Wessernhagen, der hat dann seine Frau verlassen in der Art und Weise. Und er hätte es ganz miese angestellt und sowas. Ich drehe mich gerade die ganze Zeit nur im Kreis. Hätte ganz miese was angestellt und so. Die sofort dann, hätte ich nicht von ihm erwartet. Aber du kennst doch die ganzen Hintergrundstory nicht. Du weißt doch nicht, wie die Frau drauf war. Du weißt nicht, wie er drauf war. Und ja, es ist
keine Ahnung, du kannst es halt nicht sagen. Du kannst halt nicht sagen, yo, er ist ein mieses Arschloch gewesen. Du warst nicht dabei, du hast nicht das Recht dazu. Aber sie gleich... Liebesbonbon, ja, hab ich. Verarschen. Raus da! Du bist hierher. Jetzt mal 13. Jo, das ist Inzest! Scheiße, sind aber die falschen, ne? 13 und 11, ich hätte 11 und 12 machen müssen. Nein! Komm, lasch mich! Oh. Ich hab die extrem gesalzenen. Hm? Das war knapp. Tada! Freut mich für die beiden, natürlich. Vielleicht kann ich schon mal die nächsten kaufen. Ich sollte vielleicht ein paar mehr jetzt schon mal holen. Schnauze! Was? Ach, Leute. Ach du Scheiße. Alter. Komm hier nochmal hin. Sag mal, oh, ich bin jetzt voll geil. Komm, lass uns sofort hier reinfliegen. What the fuck? Oh, viel Spaß euch. Ich hasse dieses Vieh.
Nur dass das jedes Mal spielen muss, das ist ein bisschen unnötig. Hallo. Wann er sich jedes Mal sofort umdreht, ey, mit dem Schwanz zu ihm. Ah, ein Basen. Ja, verwandelst du dich jetzt mal? Danke. So, Basen, du fressst jetzt mal wieder eins. Voll auf ihn drauf. Nummer 13, Nummer 11. Müssen wir ein bisschen merken. Alter. Ich frage mich jedes Mal, welcher das denn alles hier ist. Es sind immer zwei unterschiedliche, yo. Mhm. Aber welcher von denen ist jedes Mal da? Ich hätte Viagra kaufen sollen, das wäre vielleicht... Bis oh Gott. Das heißt, wir müssen jetzt noch einen Kinderry fangen. Oh, was ist jetzt nochmal? 12. Hier ist nochmal 11. Das verkaufen. Ja. Ey, die Nächte werden lang, wenn man nicht einschlafen kann. 18. So, warte mal. Haben wir dich jetzt? 13. Und die 11. Und wir warten jetzt drauf, dass Axis gleich rauskommt. Das ist natürlich eins zu wenig hier bekommen, ne? Das müsste jetzt das dritte Mal sein. Wuppi. Es geht weiter, es ist leichter, wenn ich scheiter oder schreibe ich jetzt einfach diese Zeilen wie eine Leiter, um nach oben zu gelangen aus diesem Ort der Gedanken. Schlaflose Nächte ziehen mich runter wie ein Anker. Meine Gedanken schreibe ich auf diesen Zettel, ich bin schlaflos, wie dieser Film mit Seattle. Ey, die Nächte werden lang, wenn man nicht einschlafen kann. Schlafen die Decke die ganze Nacht wieder mal durchgemacht. Träume sind was Schönes, aber heute träum ich nicht. Ich bin schlaflos. Muss Nummer 12. Ich wollte Inzest lastig halten. Schlaflose Nächte, hör Gebälle in der Nacht. Wenn ich träumen könnte, träumte ich davon, dass du es schaffst. Diese Nächte sind so lang. Zeitraffer, Atemzug, ich hätte gerne Pause. So, verkaufen, 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 verkaufen. Alle Kiste weg. Das Richtige, was du morgen tust. Wenn die Sonne untergeht, beginnt für mich der Tag. Es ist selten nicht hart, das Leben gibt dir einen Schlag. Alle stressen, weil sie wollen, dass du untergehst wie Blei. Du kannst schlafen, mich nicht. Du hast zwar Träume, aber bist nicht frei. Jedes Mal fliege ich die Jägerin ist nicht am Jagen. Die können wir jetzt mal jagen lassen. Und zwar ein Kandari. Jo, mach mal. Und jetzt muss ich noch mal. Dieser Tante hier.
kleines Kind ohne Licht. Ey, die Nächte werden lang, wenn man nicht einschlafen kann. Schlafen die Decken die ganze Nacht wieder mal durchgemacht. Heute wird was Schönes, aber heute drei, ich bin schlaflos wie ein kleines vier, Kind ohne Licht. Fünf. Ich bin schlaflos wie ein kleines Kind ohne Licht. Raus da. Raus da. Wie um alles in der Welt geht das jedes Mal. Raus. Hier. 12. Raus hier. Nummer 15. Nummer 13. Achso, Exit. Und tschüss. Raus da. Nummer 13 jetzt endlich hier hin. 15. Weg hier. Nummer 11. Nummer 12, ich brauche Nummer 13. Ich habe Nummer 13 aus dem Augen verloren. Nicht, dass ich ihn verkauft habe. Raus hier. Kriegerin fängt Pinata. Okay, langsam reicht's mir jetzt. Ich geb dir jetzt diesen scheiß Befehl 5000 Mal und deine einzigste Reaktion ist jedes Mal nicht drauf zu hören. Hierhin und fressen. War das jetzt so schwer? Nummer 12. Wir wollen Inzest betreiben hier. So, wir haben hier unsere 5 Candaries. 1, 2, 3, 4, 5. Vor allem die Frage, ist es Dengo gefressen worden?
Das da oben muss Dengo sein, ansonsten muss ich ihn wieder benennen.